Ja, salut, bienvenue, mes amis, sur la cause Filmwelt. Und ich war ja schon am Montag mal on und auch am ganz frühen Dienstagmorgen, ja. Ja, so um die 0 Uhr oder so, da, das war damals bloß ein Test, ja. Und wenn ihr euch fragt, die Kulle sieht ja ein bisschen dunkel aus, sie könnte sich auch mal ausleuchten. Ja, nein, ich habe den Strahler hier an, ja. Also mein, wie nennt man das, ja, Scheinwerfer. Und jetzt ist aber gerade Sonnenuntergang, ja. Und deswegen seht ihr hier im Hintergrund auch noch die Sonne ein bisschen. Ja, deswegen streame ich immer nicht gerne am Nachmittag. Und ich muss sagen, Mist, wie, wa? Maha Sitter 34, ja, ist on. Na, das ist doch mal eine Begrüßung, ja. Hallo Maha Sitter, ja, wenn ich das so richtig ausspreche und so, ja. Alles klar. Super, super, ja, super Sache. Leute, so. Ich wollte heute eigentlich gleich mal einen regulären Stream machen, ja? Also so, wer bin ich, was bin ich, wo bin ich, ja? Also hier, cooles Filmwelt, ja? Wir sind jetzt auf Twitch, ja? Hier. Aber ich habe mir gedacht, erstmal sehen, ob überhaupt Bedarf ist, Kulli hier zuzuschauen und jetzt gleich mit der Filmrezension anzufangen, wäre ja jetzt auch nicht gleich so tippitoppi, ja? Das Beste ist jetzt erstmal, dachte ich, Leute, ja? Es ist, wie es ist. Man muss sich auch erstmal, wenn man wo neu ankommt, erstmal vorstellen. Ja? Nun hat die Kollegin gedacht, mache ich halt einen Stream. Ja? Egal, wie lange der jetzt geht. Ja? Keine Ahnung, ja? Was mein Kanal überhaupt ausmacht, warum mein Kanal überhaupt existiert, warum ich den ins Leben gerufen habe. Pipapo, Tralala und Hopsasa. Ja? Ihr müsst euch bei Kulle auch ein bisschen drauf einstellen. Es ist, wie es ist, ja. Ich labere manchmal auch so Kauderwelsch-Zeugs, ja. Aber, ja, da ist einfach so, wie es ist, ja. Muss man einfach so nehmen, wie es ist und wie es kommt. Gut. Also, meine Lieben. Heutiges Thema, also Kulles Filmwelt stellt sich vor, ja. Gut. Naja. Kulles Filmwelt, ja, Filmwelt sagt schon mal was aus, ja. Ich habe 2021 meinen YouTube-Kanal erstellt. Ja? Und zwar, warum überhaupt habe ich ein cooles Filmweltkanal auf YouTube erstellt? Warum? Ja, ich mag, ich liebe, ja? Nicht nur mögen. Ja? Mögen ist ein großer Unterschied zwischen Liebe und Mögen und Leidenschaft. Ja? Ich liebe Filme, seitdem ich denken kann. Ja? Seitdem ich zum ersten Mal Fernsehen geschaut habe und den ersten Film gesehen habe. Ich habe Filme immer geliebt, geschätzt und überhaupt. Und habe mich damit sehr, 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 sehr ja, befasst. Ja? Auch so Lektüren darüber gelesen, über verschiedene Sachen mit Regisseuren und alles so ab da, wo ich lesen konnte dann. Ja? Es hat mich immer fasziniert, was ich schon für Filme geschaut habe, kann ich gar nicht sagen. Ja? Das sind schon einige Jahrzehnte und ich weiß nicht, wie viele Filme an sich und wie viele Wiederholungen. Und ich wollte auch immer gerne künstlerisch tätig sein. Und zwar fing das auch schon in meiner frühesten Kindheit an, Leute. Ja, also wirklich. Ich war auch schon damals im Chor, weil ich dachte, ja, Musik interessiert mich übrigens auch sehr. Da war ich mal damals im Chor für 3 Jahre. Ja. Und da war ich noch ganz klein, so mit 6 bis 9 Jahren und so, ja. Ja. Und privat habe ich auch immer gerne gesungen, generell, ja. Nachdem ich dann auch aus dem Chor ausgestiegen bin, weil war nicht so, wie ich wollte und überhaupt. Da dachte ich, nö, dann widme ich mich dem Film weiter. Wollte auch gerne damals so eine Ausbildung machen, eigentlich, ja. Eigentlich wollte ich Cutterin werden, ja. Naja. Das ist live, Kinder, ja. Da war schon plötzlich vor laufender Kamera. Ist egal. Leute, das werde ich ganz rot, merkt ihr? Also, Leute, ja. Hier wäre Mr. Krabs hier von SpongeBob. Ja, gut, also wir machen erstmal weiter, ja. Irgendwie geht es weiter, Leute. Wenn nicht, muss ich was nachtrinken. Ich glaube, ist auch besser. Moment mal. Fängt schon mal gut an. Ah, so, jetzt aber. Leute, ja.
Okay, also wie gesagt, ist wirklich ernst zu nehmen, mein Kanal, ja, nicht hier, aber manchmal habe ich so eine Sache, da muss ich entweder verwirre ich mich, ja, oder plötzlich kriege ich einen Nieser, ja, man muss mit rechnen. Und dann, ich lache auch gerne über mich selbst, ja, also dann werde ich dann mit der Zeit auch mitbekommen, dass ich mich selbst nicht so ernst nehme und ich glaube auch, das ist das Wichtigste, wenn man wirklich so rüberkommen will, wie es eigentlich sein soll, nämlich natürlich, ja, naja, gut, also. Wie gesagt, seit frühester Kindheit und Jugend und so mich immer mit Filmen befasst und unheimlich viele Filme geschaut und Serien und alles, was geht. Also eigentlich war ich, andere würden sagen, fernsehsüchtig, ja, filmsüchtig, ja, oder kann man wirklich so sagen. Ja. War meine Lieblingsbeschäftigung, neben anderen Sachen auch, habe auch sehr viele andere Hobbys und so. Was ist das? Ja, was ist das? Was ist denn das für ein Smiley da, ja, von Mara Sitter 34, ja, wunderbar, ja, ich sehe das hier nicht so, ja, ging's denn hier einfach mal rein, geht das hier überhaupt? So. Ja, also großes LOL wahrscheinlich, ja, ein riesen LOL, ja, für meinen Verschlucker. Ja, es muss ja auch mal so sein, meine Lieben, ja, alles menschlich. Gut, also, naja, ach so, da war ich ja eigentlich, weil ich dann Cutter werden wollte, ja, man kam jetzt die Berufsauswahl, man musste irgendwie was machen, Schauspielerei war eigentlich auch ein sehr großes, ja, ein sehr großes Metier, wo ich gerne hätte reingewollt, aber hat sich einfach nicht so ergeben und so, es gab dann auch noch so viele, ich habe sehr, sehr viele Interessen, habe dann gedacht, jo, aber Cutter wäre nicht schlecht, ja. Naja, nun aber, wenn man mich schon, einige kenne ich ja schon von YouTube her, ja. Und wenn jetzt hier sich welche von YouTube verirren sollten, hierauf, ja, die wissen schon, was los ist, ja. Ich mag, ich sage es auch für alle, die jetzt hier auf Twitch neu dazu kommen, ich mag keine gekürzten Filme, ja. Ich mag keine gekürzten Filme. So. Nun wäre das ja aber beim Cutter so gewesen, ja. Ich hätte eigentlich die Filme schneiden müssen, ja. Naja, dann dachte ich, das ist ja auch nicht so das Richtige, ja. Was soll man machen? Habe ich mich nicht so dazu entschieden. Habe dann einen sehr langweiligen Beruf ergriffen. Irgendwas im Büro damals, ja. Sehr, sehr langweilig. Also hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, gar keine Freude gemacht. Und ich wollte eben mal künstlerisch, ja. Und wollte auch irgendwie gerne volontieren irgendwo. Aber hat sich dann, umso älter man wurde, nicht mehr ergeben, weil dann irgendwas immer war mit Familie und weiß ich was alles. Naja. Dann kam mal irgendwann YouTube, ja, aber sehr viel später habe ich mich denn dazu erst entschieden. Ich habe jetzt erst Jahr 21 angefangen, also 2021. Dann dachte ich, okay, ja, die Kohle wird mal einen YouTube-Channel starten, ja. Warum nicht, ja? Gut, viel Konkurrenz ist da, das ist klar, aber es macht nichts, ja. Und dachte, warum nicht? Und ich habe es bei mir auf dem Kanal also so. Ich mache generell, also, naja, nicht generell, aber hauptsächlich sehr, sehr seltene Filme, die ich reviewe. Und zwar auch, ja, wie gesagt, andere zum Beispiel, die, wenn jetzt ein neuer Film ins Kino kommt, ja, sind die gleich dabei und labern über den neuen Film, ja, preisen den an und so, reviewen den oder machen ein kleines, ja, Trailerchen, ähnlich so. Ich habe gedacht, ja, okay, ja, ist ja alles gut und schön. Ja. Manche Kanäle machen es natürlich auch so, kleinere Kanäle vor allen Dingen, die sich auch manchmal mit so Klassikerfilmen befassen, so Horrorfilme, ja, die aus den 70ern so sind oder so. Oder auch mal gerne irgendwelche anderen Sachen, so 70er, 80er Jahren. Aber Leute, muss sagen, was ich immer vermisst habe für mich persönlich. Ich schaue auch selbst sehr gerne eigentlich Reviews und auch übrigens Let's Plays. Ja, schaue ich auch sehr, sehr gerne. Aber was mir beim Film immer so aufgefallen ist, dachte ich ja, okay, aber weiter als über, sagen wir mal, Friedhof der Kuscheltiere oder wenn wir jetzt ganz zurückgehen, vielleicht noch Shens Massaker hier, wisst schon, ja, mit der Kettensäge, das Ding, ja. Ich kann das Ding immer nicht aussprechen, ich komme immer durcheinander mit dem Titel. Oder Evil Dead, ja, kommst weiter nicht hinaus. Ja, das sind so die Standardklassiker und da reden auch schon einige Kanäle da eben mal so darüber. Ja. Aber ich bin immer so, und das ist auch sogar in der Musik so, ich mag diese Standardsongs bei Musik zum Beispiel zu 98% eigentlich gar nicht. Ja. Aber mal zum Beispiel.
Ja, sagen wir mal jetzt ein Beispiel, ja. Gehen wir mal von Hildegard Knef aus, wenn die hier überhaupt noch jemand kennt, ja. Auf Twitch vor allen Dingen, weiß nicht, welche Altersgrenze jetzt hier bei Twitch jetzt vielleicht so anschaut, die meisten Videos immer so. Muss erstmal, bin ja neu, ja, muss mich erstmal neu artikulieren hier und denken, erstmal mal sehen, wer hier kommt, ja. Oder wer sich das dann anschaut. Gut, aber gehen wir mal von Hildegard Knef aus. Ja. Jetzt hat die das größte Lied, sagt man, ja. Und das aber auch jeder kennen sollte. Für mich soll es rote Rosen regnen, ja. Für mich soll es rote Rosen regnen, ja. Naja, es war nett, ja, es war nett. Bin ein sehr großer Fan von Hildegard Knef bis heute. Ist ja schon Anfang 2000er Jahre verstorben. Und ich mochte diesen Song nicht großartig, ja. Also er war in Ordnung. Und mir hat das auch damals mit extra breit dann die Neuauflage, also der Remix quasi, ja, richtig gut gefallen. Aber das andere, das sind also Standardsongs. So, oder auch, wenn man jetzt irgendwas nimmt, es ist jetzt egal aus welchem Genre, diese Standardsongs, ich wollte bloß daran zeigen, was ich unter Standardsong verstehe. Ja. Aber wenn man dann so die Songs, die niemand so kennt, ja, die interessieren mich, da gefallen mir, da sind Perlen dabei. Ja. Und so ist es auch beim Film. Ganz einfach auch beim Film oder bei Serien. So die Standardfilme sind gut, mitunter, ja, manchmal auch nicht. Ja. Ich bin da immer sehr hart in der Bewertung quasi, bis mir mal überhaupt ein Film gefällt. Ja, naja. Und ich gucke auch die Standardfilme so, ja, schon, ja. Aber es gibt tolle Filmperlen, um die sich keiner mehr so groß kümmert. Und viele, mit denen ich auch in der Vergangenheit, noch lange bevor ich Cooles Filmwelt ins Leben gerufen habe, haben immer gesagt, kenne ich gar nicht den Film, kenne ich gar nicht den Film. Wenn ich darüber dann erzählt habe, privat, dann haben die gesagt, hui, ja, ist ja mal interessant. Da dachte ich, ja, ist ja auch so, ja, das würde ich nicht sagen. Und sowas vermisst man halt auf YouTube und wahrscheinlich auch mal hier, ja, weiß es noch nicht, bin ja heute zum ersten Mal da. Ob sich hier jemand verirren wird, das wäre schön, ja. Naja, was aber mache, meine Lieben, ja, habe ich gedacht, okay, da muss Cooles Filmwelt her, ja, da mache ich die alten Filme, ja, natürlich nicht nur, ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache nur alte Filme, aber sehr, sehr viel, ja, Prozentzahl ist da mehr alt oder klassisch als neu, ja. Ich habe auch sehr viele für meine Verhältnisse neuere, ja, von 2019, von 2008. Also es geht alles querbeet. Ne. Ist auch egal, woher die Filme kommen, aus welchem Land. Ist ganz egal. Hauptsache, sie sind gut. Ja. Meine Sternebewertung ist bei mir auch ein bisschen anders. Ja. Ich mache es mal an Händen klar, ja, an Fingern klar. Bei mir, die meisten sagen immer so, ja, von 0 bis 10, ja, die Bewertung. Bei mir, nee, ich sage 5, ja, so quasi wie in der Schule, ja. Ich dachte so 6, naja, was ist das, ja. Wäre natürlich besser zu teilen gewesen, wenn jetzt in der Mitte der Film irgendwo liegt. Aber ich dachte 5, eine Handvoll, ja, ist gut, ja. Also bei mir ist es dann so, 5 ist die allerbeste Punktzahl, meinetwegen auch noch 5 plus, ja. Ich hatte letztens mal einen Film rezensiert, der war so gut, dass ich 5 plus sogar gegeben habe. Im positiven Sinne. Und der niedrigste ist dann natürlich 0, ja. Und bei mir ist es eigentlich so konzipiert, obwohl es auch mitunter schon mal jetzt in der letzten Zeit anders war, aber erkläre ich gleich nochmal. Alle Filme, aus meiner Meinung, ja, und das muss ich auch wirklich immer sagen, das, was ich dann rezensiere oder reviewe, das bezieht sich nur auf meine Meinung, ja. Ihr könnt das völlig anders sehen. Wenn ich jetzt sage, gehen wir mal vom Gröbsten aus, ja, ich habe den Film jetzt gesehen. Mann, was war das für ein Null Punkte. Ja, da könnt ihr sagen, die Kohle hat sie doch nicht mehr alle, ja. So ein guter Film, ja, bei mir wäre der 10 Punkte, 20 Punkte hoch, ja. Könnt ihr ganz anders sehen. Also mir ist das wurscht, ja. Wenn es euch gefällt, ja gut. Aber ich muss ja, es ist ja meine Meinung, mein Channel. Und ich, wenn ich natürlich einen Film sehe, kann ich den nicht so empfinden, wie andere den jetzt zum Beispiel empfinden würden. Ja, sagen wir mal so. Und ich habe mir damals zur Aufgabe eigentlich gemacht, alle Filme, die 3 Punkte haben, macht man anders, also 3 Punkte haben,
Die kommen bei mir ins Programm, ja? Die sind rezensionswürdig, ja, reviewwürdig. Naja, nun ist es aber so gekommen, dass irgendwann haben mich sehr, sehr lange so daran gehalten. Was soll ich sagen? Ja? Dann kam ich dann zu Livestreams auf YouTube, habe ich einen Livestream gemacht und so. Plötzlich kamen Abonnenten von mir, die gesagt haben, auch kannst du bitte mal den Film, würde mich mal deine Meinung interessieren, ja. Filme, die ich mitunter noch nicht gesehen habe oder sogar manchmal schon, ja. Und hat die einfach interessiert, da habe ich gesagt, ah, okay, ja, da kann ich jetzt natürlich nicht wissen im Vorfeld, ja. Da waren Abonnentenwünsche, da war meine Meinung gefragt, generell von den Zuschauern, den betreffenden Zuschauer auch. Habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich darauf einmachen, ja. Manchmal war ich sehr überrascht positiv, manchmal dachte ich, aber auch, ich hatte auch schon Filme, da habe ich gesagt, no go, ja. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht im Livestream und dann diese, ja, wie sagt man, dieser Flow, den man, wo ich gesagt habe, 3 Sterne wenigstens, ja, müsste der Film bei mir bekommen, um reviewwürdig zu sein. Da ist er auch schon mal auf einen Punkt gekommen, ja, und das fällt dann so aus der Rolle dann in dem Moment. Aber wenn sich meine Abonnenten was wünschen, ja, dann mache ich das, ne? Das soll man machen. Ja. Also wenn ich den Film irgendwo finde, ja. Es ist zum Beispiel auch so, viele mögen ja physische Medien, ja, also DVD, Blu-ray, Videokassetten, wenn man sowas noch kennt, ja. Und ich bin, ja, ich habe auch Videokassetten hauptsächlich, weil alles selbst damals aufgenommen, ja, vom Fernseher. Und später habe ich dann, ja, ein bisschen oft, ja. Aber nur, wenn ich den Film vorher nicht hatte, den ich aber schon gesucht habe oder ja, gedacht habe, okay, also den Film habe ich irgendwann mal aufgenommen, auf Videokassette selbst, keine gute Qualität mehr, oh, DVD billig, ja, vielleicht so für 1,99 und so, ja, ich lege da keinen großen Wert mit hier Mediabooks und noch Informationen zum Film, die kann ich mir im Internet zusammensuchen, ja, da habe ich die ganze Welt vor mir, da habe ich nicht, brauche nicht so ein Kleidheftchen dafür, ja. Und da bin ich völlig anders als vielleicht andere, ja. Ich bin zum Beispiel auch so ein Streaming-Verfechter, Verfechter, ja. Da komme ich direkt ins Stottern, weil es so schön ist, ja. Absolut, ja. Ich sehe es eher so an, warum soll ich was sammeln? Also ich sammle ja im Grunde Filme. Ich schaue auch Filme wahnsinnig gerne. Aber warum muss ich mir die irgendwo hinstellen, ja? Guckt man sie einmal an, dann kommen immer mehr hier so eine Boxen dazu, ja. Verstauben dann, ja, sind voll, für mich voll Staubfänger. Ja. Dann hat man den einen Film weiter hinten. Dann kannst du erstmal alles rausnehmen, bis du den einen betreffenden Film, den du gerade sehen wolltest, dann anschaust, ja, oder anschauen willst, ja, damit du, ja, und dann sagst du, toll, jetzt habe ich so ungefähr eine halbe Stunde gesucht, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ja. Von daher, oder jetzt, dann hast du einen DVD-Player, auf einmal passt die Linse nicht mehr da, also dieser der Abtaster quasi. Ja. Du hast den Codex, hast aber keinen Player, der Codex abspielt. Ja. Ist das richtig Plural? Codex. Naja, macht nichts, wenn es falsch ist. Ja. Ab damit sind wir zu lachen, vielleicht ja, im Nachhinein dann. Naja. Also von daher, wozu? Wozu? Ich sehe das nicht ein, ist überhaupt viel zu überteuert. Ja? Bin auch kein Kinogänger. Ja? Früher als Kind ist man mal zum Kino gegangen, damals war es auch noch echt billig. Ja? Bin ja so ein 80er-Kind, ja? Also in den 80ern groß geworden. Ja, da war das noch billig. Ja? Da ist man mal zur Nachmittagsvorstellung gegangen. Mann, ja. Eine Mark oder 2 Mark, was war das damals? Ja? Naja, konnte man sich mal leisten. Ja? Heute wahnsinnig viel Kohle, ja, und dann musst du noch Popcorn da kaufen. Ja, sagen kannst du ja auch so unter Mantel, also, aber ist doch auch nichts Ordentliches, ja. Dann sitzt du da ein, wie so ein Karnickel, ja, auf so einem komischen Stuhl, links neben dir einer, rechts neben dir einer, natürlich umgekehrt, ja. Und dann denkst du so, oh, kalt ist manchmal auch, ja. Dann rennt wieder jemand raus, ja, musst du erst, dann kannst du wieder nicht sehen, dann stören doch Leute, ja. Also ich mag es wirklich zu Hause, wo ich wirklich schön mich, ja, wie soll man sagen, richtig schön entfalten kann, hier schön auf meiner Couch, ja. Ihr seht ja meine Couch hier, ja. Ja, hallo, ja.
Da kann ich mir alles schön im Supermarkt kaufen, ja, alles schön billig, worauf ich wirklich Appetit habe, muss nichts Überteuertes hier nehmen. Leute, ja, oder, ja, mit Streaming, ja. Und das ist cool. Da hat man mich gleich noch, wenn man will, und war so, kann man auch schön hier, ja, umstellen auf Originalsprache oder mit Untertitel, oder man kann immer zurückspulen und so, ja. Und wenn man dann den Film toll findet, ja, dann kann man sich den entweder nochmal leihen, obwohl leihen finde ich auch immer bei Streaming-Anbietern gut, wenn man jetzt wirklich mal kurz mal den Film sehen will und dann sagt ansonsten dann aber nicht, kann man sich den auch mal leihen. Aber finde ich auch zum Beispiel so eine Geldverschwendung, weil du bezahlst zum Beispiel, sagen wir mal, 3,99 für einen Verleih, also wenn du leihst den Film, ja, dann kannst du den binnen 48 Stunden schauen, ab da, wo du den hast, und dann ist das Geld futsch, ja. Dann ist der Film vorbei, ja, dann geht nichts mehr. Und ja, war es das, ja, kannst du dir rausgeschmissenes Geld. Ja. Von daher, wirklich, ich bin, wenn man mich fragt, auf welchen Streamingdienst ich bin, kann man wohl einmal sagen, ja, mein Lieblingsstreamingdienst ist Amazon, mehr habe ich auch nicht, ja, aber Prime hier, ja. Und mehr habe ich auch nicht, weil ist ja teuer genug, ja, im Jahr, ja. Okay, aber die haben für mich persönlich, für das, was ich gerne sehe und eben für cooles Filmwelt auch mache, das beste Angebot für mich. Ja. Alte Filme, neue Filme, alte Serien, alles quer. Alles so, was ich wirklich von vornherein gerne schaue. So. Und jeden Tag Angebot da Neues, ja, und da guckt man dann schon. Für Prime-Mitglieder ist das, der dann irgendein Film zusagt, wo ich wirklich sage, oh Mann, ja, den wollte ich sowieso unbedingt sehen. Das ist mir übrigens sozusagen bei diesem Drama über den Brand von Notre Dame damals, der wurde ja verfilmt, super Film, Leute, ja, kann ich euch schon mal sagen. Da habe ich gesagt, den wollte ich unbedingt haben, den wollte ich unbedingt sehen, den habe ich mir gekauft, ja. Also ich leihe den auch nicht. Also da habe ich gesagt, den kaufe ich mir natürlich jetzt als digital, ja. Wunderbar, ja. Noch schön mit französischer Sprache drin, denn meine Lieben, ihr müsst auch mal von mir noch wissen. Stell mich heute vor, heutiges Thema, cooles Filmwelt stellt sich vor. Ich liebe eigentlich aus allen Ländern Filme, wenn sie gut sind, ja, oder interessant zumindest. Aber ich bin unheimlicher französischer Filmliebhaber. Ja? Also französische Filmemacher, französische Film überhaupt ist einfach für mich, boah, das ist der Hammer. Ja? Also ich liebe französische Filme und es bewahrheitet sich auch immer. Ja? Wenn ich es schaue, letztens übrigens habe ich mal einen Film geschaut, und zwar gar nicht lange her, glaube gestern war es. Da habe ich so gedacht, okay, war so eine Komödie mit Annie Girardot. Habe ich gedacht, naja, nee, da bin ich jetzt nicht so rangekommen. Ja? War so eine aus 1977, wie hieß das, ein verrücktes Huhn, ja, glaube ich. Tendre Poulet, ja. Poulet, ja. So französisch. Ja, war nicht so. Ja, da habe ich so gedacht, oh, der Trailer sah nicht schlecht aus. Ja, so in Louis Défunès Manier. Ja, dachte ich, ja, sieht gut aus, der Trailer. Ja, könnte ich für cooles Filmwelt wieder reviewen, vielleicht. Ja. Dann schaue ich den so eine Stunde und dachte ich, nee. Und da habe ich ihn dann auch ausgemacht. Obwohl von Girardot wirklich unheimlich gute Filme sind. Aber wie gesagt, ja, man kann ja auch mal, nur weil ich französische Filme liebe, heißt es das nicht, dass ich alle französischen Filme liebe. Ja, versteht, ja. Gut, ich liebe auch Frankreich, ja, enorm, enorm. Ja, meine große Liebe schlägt für Frankreich, ja, mein Herz. Aber ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, es gibt überall was Gutes und überall was Schlechtes. Ja, auch jetzt filmisch gemeint, meine ich jetzt. Naja. Also, wie gesagt, aber zumeist und wirklich zu, kann ich schon wieder so. 95%, 98% so in dem Dreh, kann ich wirklich sagen, meine Lieben, ja. Darf man so sagen, also ich höre gerade ein Wort nicht, dass man hier irgendwie auf Twitch war, ich ja noch nie, nicht, dass man da ein Problem kriegt. Also man kann nichts falsch machen, also man sich nicht an damit, ja, mit französischen Filmen im eigentlichen Sinne, ja. Naja, gut. Wie gesagt, also Notre Dame in Flammen habe ich mir dann gekauft, ja. Und dann war noch irgendwie, also immer so, wenn ich zum Beispiel Lynn Renault, ja, auch aus Frankreich, mag ich wahnsinnig die Schauspielerin, wo hier kam mit dem Taxi mit Bad Nehmen, ja. Da wollte ich eigentlich wirklich mal ausnahmsweise ins Kino gehen, hat sich dann aber nicht ergeben, weil wieder irgendwas dazwischen kam. Ach na ja, ja. Ach na ja. Ja.
Was soll das, ja? Und dann habe ich auch noch gelesen, die ganzen Leute haben so bitterlich geweint am Ende, weil es so rührend war. Gut, davon lasse ich mich nicht einlullen, ja? Wenn andere das sagen, stelle ich mich meistens immer schon darauf ein, dass ich da überhaupt nicht großartig heule oder lache, wenn man sagt, ja? Oder gesagt hat, naja, nun war es aber doch so, ja? Ihr habt dann tatsächlich dann den Film, habt dann gewartet, bis der auf mein Lieblingsstreaming kam und habt den ab dem Moment, wo der wirklich veröffentlicht wurde, gab es ja so einen Veröffentlichungszeitraum da, habe ich mir den gekauft. Ja? Weil ich weiß, dass Lina Renault so eine coole Schauspielerin ist, mit über 90, die ist jetzt 96 oder was, ja. Unheimlich gut, ja. Und da kann man sich nicht, da kann man nichts falsch machen, wenn man einen Film von ihr kauft. Ja? Die hat immer tolle Filme gemacht. Immer. Also wirklich. Daher wusste ich, okay, ja. Kaufe ich mir digital eben wieder. Ja. Und was soll ich sagen? Es war, wie die Leute gesagt haben. Ja. Ich habe mich darauf nicht einlullen lassen, wie gesagt. Aber am Ende war es so rührend, so, ach Mann, man konnte einfach so mitfühlen mit dem Film, ja. Sind bei mir die Tränen geflossen und ich habe eine Pause, ja. Naja. Also wie gesagt, jetzt stellt euch mal vor, ich wäre wirklich tatsächlich für diesen Film ins Kino gegangen. Wollte ich ja wirklich, hat sich bloß nicht ergeben, wie gesagt, ja. Da hätte ich mich hier geschminkt, ja, dann wäre die ganze Klitsche runter, ja. Toll. Kommt erstmal so aus dem Kino sein, ja. Du musst ja erstmal irgendwo im Klo sein. Die denken doch, du bist irgendwo, du bist hier irgendwie hier im Horrorfilm sind die gelandet, ja, wenn die mich sehen, ja. Naja, ich war jedenfalls sehr froh, so, ja. Und dann habe ich natürlich dadurch noch die französische Originalversion konnte ich noch umschalten, ja, in meinem Streamingdienst da. Wunderbar, ja, besser kann es nicht gehen. Ja. Naja, also das sind so die Vorzüge, eben wenn man kein Kino gegangen ist. Ja. Man spart Kohle, ja, man kann immer schön zu Hause gucken und kann sich ja auch Freunde einladen, ja, und sagen, wir machen einen schönen Filmabend, ja, also kein Ding, ja. Naja, also jedenfalls so, ja. Und wie gesagt, ich merke schon, ich könnte noch mehr davon erzählen, aber möchte mich heute ein bisschen vorstellen. Und aus diesem Grunde, wie gesagt, meine Lieben, ja, was soll ich sagen? Es war nötig, dass Kulles Filmwelt hier angeht, sagen wir mal. Also jetzt nicht nur auf Twitch, sondern generell erstmal auch auf YouTube. Ja? Ihr könnt da gerne auch vorbeischauen. Ich habe das hier in der, muss mich ja erstmal zurechtfinden hier. Und zwar hier auf meinem Profil, da unter Info, da könnt ihr auch auf meinen Kanal klicken. Ja? Da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Da gibt es immer die ganzen Reviews. Nun hat die Kohle sich natürlich gedacht, naja, also Twitch, ja, hier hatte ich schon letztes Jahr gesagt. Da hatte ich auch übrigens auf YouTube hier, wie heißt denn das? Silvester, ja, und neuer Stream gemacht. Und da habe ich auch schon gesagt, ja, im nächsten Jahr, also was jetzt 2024 ist, möchte ich. Was ich auch schon gesagt habe, meine Flügel ausbreiten. Ja? Mal, es muss noch mehr Social Media noch drin sein. Und man muss mal die verschiedenen Plattformen testen, wie die so funktionieren. Ja? Mich interessiert das immer ganz enorm. Da habe ich gesagt, ja, im nächsten Jahr werde ich auf Twitch dann starten. Ja? Einige Freunde haben schon zu mir gesagt, mach doch schon im letzten Jahr. Schon immer durch ein Jahr hindurch immer gesagt, geh doch mal auf Twitch und so. Ja, ich muss jetzt erstmal meinen Kanal schön aufbauen. Ja, hat sich auch sehr, sehr gelohnt. Es sind sehr schön viele Abonnenten schon und ich hoffe ja, dass euch mein Content hier auf Twitch auch gefällt, dass hier vielleicht auch so einige Abonnenten kommen. Ja? Würde mich ja freuen, ja, mit der Zeit. Heute, wie gesagt, ist noch kein regulärer Stream. Heute stellt sich die Kulle bloß mal vor. Ja? Naja, und da habe ich gesagt, nee, mache ich dann im nächsten Jahr. Aber gleich am Anfang des Jahres, dass man gleich so einen schönen Start hat. Dass man auch gleich so über das Jahr verteilt dann sieht, wenn man regelmäßig natürlich hier, ich bin auch jemand, der sehr regelmäßig streamt, ja, also eigentlich auf YouTube war es jetzt wirklich fast 4 Monate jeden Tag, außer montags, ja. Montags ist nicht mein Tag, meine Lieben, das werdet ihr auch noch mitbekommen, wenn ihr mich erstmal ein bisschen kennengelernt habt, ja, montags ist nicht mein Tag. Da braucht mich niemand ansprechen, ja. Da mache ich dann immer Ruhetag im eigentlichen Sinne. Insofern, dass ich dann für meinen Kanal ja, dann arbeite im Hintergrund oder Filmverleihe anschreibe ja, und mit denen dann verhandle, ob ich irgendwie auf dem Presseserver kann und so, ja, ob die das gestatten und so. Und wenn, da muss man noch ein bisschen eben was da ja, bereden halt natürlich. Ja, ja sowas mache ich dann oder ich mache noch Hintergrundvideos oder beantworte Tag-Videos, mal getaggt.
Ja, sowas mache ich dann, ja. Und natürlich alles so Krimskrams, was liegen geblieben ist, im Sinne für Kulturfilmwelt, ja. Ich hoffe, ihr hört das hier oben nicht, ja. Hier saugt gerade irgendjemand, ja. Nicht, dass man das hört, ja. Mein Lüfter, den könnt ihr übrigens ein bisschen vielleicht hören, möchte ich euch auch hier erstmal in dieser Gemeinde sagen. Ich streame über einen Laptop, ja. Und da kann es manchmal. Natürlich hier, ja, ihr seht, worüber ich streame, welche Streaming-Plattform ich habe, steht hier oben rechts. Ja. Und ja, da hört man ja manchmal ein bisschen den Lüfter, weil er ein bisschen lauter wird. Er muss ja ein bisschen arbeiten. Ja. Stört euch nicht daran, daran werdet ihr euch schon gewöhnen. Ja. Naja, also wie gesagt, montags mache ich immer eigentlich frei. Ja. Also nicht frei im eigentlichen Sinne, aber da gibt es keine Streams. Ja. Video allerdings kann schon mal hochkommen. Ja. Also nicht, dass ihr wieder denkt, das Video kommt hoch. Ja. Also nicht so, ja. Aber wird schon abgeloadet mitunter, ja, oder habe schon vorbereitet, irgendwie die Tage kommen dann montags meistens irgendwie. Oder auf jeden Fall könnt ihr mich immer irgendwie erreichen. Ja. Meine Social Media Plattformen habe ich jetzt noch nicht alle hier verlinkt, ja, weil dann hätte ich wirklich viel. Ich habe mich jetzt wirklich nur auf YouTube beschränkt, eben weil mein. Habe auch noch einen zweiten Channel übrigens. Zusätzlich zu Cooles Schwimmbild. Der heißt übrigens Cooles Talk im Music Lounge, ja. Der ist wirklich in Zweitchen, ja, und auf dem muss ich wirklich dieses Jahr ein bisschen Dampf machen, ja, Dampf unter den Kohlen machen, sagen wir mal so. Der muss noch ein bisschen belebt hier werden. Und zwar da geht es wiederum darum, dass ich Leute eigentlich suche, ja, die mit mir live über ihre liebsten Hobbys oder interessantesten Hobbys, über ihre Berufe sprechen wollen oder wenn sie Sorgen haben oder irgendwie so Smalltalk-mäßig. Alles, was interessant ist und auch vielleicht sehr selten, wo man sagt, wusste ich gar nicht, dass es das und das gibt, ja, Beruf oder irgendwie, oder Berufe, die zum Beispiel viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber machen, ja, dass die Welt hier überhaupt bestehen kann. Sowas alles suche ich, ja, oder ein ausgefallenes Hobby, ja, wo ich sage, hä, erzähl mal mehr davon, ja, kenne ich gar nicht. Ja, so eine Leute suche ich für meinen Zweit-Channel, ja, die mit mir noch so nebenher, neben cooles Filme, dann so auch noch gerne sprechen wollen, talken wollen, live vor Kamera hier auf meiner Streaming-Plattform. Ja, könnt ihr ja mal schauen, ja. Da heiße ich auch so, aber cooles Talk im Music Lounge, ja. Weiß gar nicht, ob ich das hier so eintragen kann, ob das dann zu sehen ist. Muss mich ja hier erstmal einfinden, ja. Cooles Talk. Mal sehen hier. Und jetzt schreibe ich klein. So, Music Lounge. Ja. Ist mein YouTube-Channel. Ja. Schreibe ich noch hinter. Ja. YouTube-Channel auch von, wie viel kann man hier schreiben? Auch von Kulle. Also, so, ja. Könnt ihr ruhig dann mal so eingeben. Cooles Talk im Music Lounge. Ja. Da ist noch nicht viel los, Leute. Ja. Ich muss sie noch beleben. Ja. Oder wiederbeleben. Sagen wir mal, eine Wiederbelebung ist dringend erforderlich. Ja. Naja. Aber eben, das ist eben. Mein allerliebstes, was ich wirklich habe, Baby für mich ist in meine cooles Filmwelt, ja. Und ja, das ist meine Leidenschaft, ja. Also es ist wirklich meine Leidenschaft und ich möchte damit auch versuchen, ja, halt irgendwann mal so erfolgreich zu sein, dass vielleicht ein bisschen was abwirft, ja. So, also hier so, ja. Also das möchte ich schon erreichen, dass ich vielleicht davon leben kann. Dass ich mir quasi mein Hobby zum Beruf machen konnte. Dann. Das wäre das Schönste, wenn man eine Leidenschaft hat, dass man die irgendwann, dass man vielleicht so viel Glück hat, dass andere sagen, Mann, das gefällt mir. Und dass man dann monetarisieren kann und sagen kann, jo, ja, super, ja, darauf arbeite ich hin. Ja. Also weil, wie gesagt, ich wollte von Anfang an irgendwas Künstlerisches an, hat sich nie so ergeben und jetzt mit dem Internet, ja, obwohl jetzt natürlich sehr, sehr viele Leute natürlich Konkurrenz sind, ja, macht aber nichts, dann macht das noch spannender für mich. Ja. Was schon wieder? Keine Ahnung. Das ist auch manchmal, weil ich mich so schnell hier artikuliere, ja. Naja, Leute, das ist eigentlich das Gröbste eigentlich erstmal, was ihr von oder über Cooles Film mit wissen müsst, ja. Leidenschaft, ja. Leidenschaft zum Film und jeden Tag on, ja, also, und ich habe jetzt gedacht, ich werde mal jetzt die nächste Zeit, ja,
die nächste Zeit jetzt hier regelmäßig auf Twitch hier mal meine Flügel ausbreiten und eigentlich dann ab morgen, ja, wirklich eigentlich Filmreviews hier machen. Nun ist natürlich die Frage, möchtet ihr das? Also interessiert euch das? Oder sagt ihr, nee, wir können auch hier talken, einfach so über Filme talken, ja, so schnacken, labern, ja. Mir ist es wurscht, ja. Aber ansonsten, wenn jetzt hier, ich sag so, ja, geplant ist es so, dass ich hier Reviews mache, ja, dass ich jetzt weniger auf YouTube live gehe, dafür aber auf Twitch jeden Tag, ja. So eine Review dauert bei mir manchmal 45 Minuten, manchmal auch 35 Minuten nur, manchmal aber auch 1 Stunde 15 oder so. Ja. Es ist immer unterschiedlich. Wann mir halt so dann einfällt zu dem Film, was ich unbedingt, worauf ich eingehen möchte. Ja. Wenn es natürlich, ja, ich jetzt zum Beispiel ein Review geplant habe hier. Ne. Sagen wir mal, morgen plane ich ein Review für einen Film, ja, wo ich auch manchmal nicht weiß, welchen Film ich da mache. Ne. Im Vorfeld fällt mir manchmal erst abends ein, wenn ich den dann auch, dann, weil ich dann mal schaue, was mache ich denn morgen und so, und dann denke ich, oh, interessant, ja, könnte ich mal schauen, ja, und dann vielleicht reviewen. Und wenn es dann so ist, ja, dann würde ich jetzt natürlich hier auf Twitch morgen dann reviewen, aber wenn natürlich hier irgendwelche Leutchen vorbeikommen und sagen, musst du heute reviewen, ja, können wir nicht einfach nur über Filme oder so labern, so allgemein, dann sage ich, naja, gut, ja. Dann können wir uns da gerne so einfach unterhalten. Dann würde ich nochmal ein extra Video auf meinem Kanal YouTube machen, ja, zu dieser Review. Ja, weil, wenn ihr labern wollt, labern wir eben. Ja. Bin da sehr flexibel, aber ansonsten, wenn hier Interesse besteht, auch vielleicht mal über die selten. Man muss sagen, wie ist es, meine Lieben, ja? Die jetzt nicht hier irgendwie, ach, gerade ins Kino gekommen oder oh, gerade auf DVD erschienen, ja, also. Sondern wirklich mal so die, einfach nur gute Filme sich inspirieren lassen von Filmen, die man vielleicht selber, auf die man so nicht gekommen wäre, die aber cool auf dem Schirm hat, ja. Wenn euch sowas interessiert, weil ihr vielleicht sagt, darum kümmert sich eigentlich keine andere Person so richtig, so von die alten Perlen mal nochmal so auszugraben, dann seid ihr hier richtig, ja. Denn die coole, natürlich mal auch mal neuere Filme, ja. Es ist jetzt hier nicht nur Opas Kino, ja. Aber wenn sie gut sind, dann haue ich da welche raus. Ja, also sage ich mal so, wie es ist. Ja, also das müssen wir mit der Zeit sehen. Ja, wie ihr das wollt, wie ich das möchte. Ich habe jetzt überhaupt noch gar keine Ahnung, wie es jetzt hier auf Twitch weiter verlaufen wird. Ich bin jetzt jedenfalls jeden Tag da. Ja, ich weiß auch nicht, wann. Ich bin jetzt auch nicht zu festen Zeiten da. Ich weiß nur, oder kann euch auch sagen, dass ich jeden Tag da sein werde, außer montags. Ja. Und bei Bedarf vielleicht noch einen anderen Tag, wenn man natürlich noch, muss ja auch für meinen YouTube-Kanal noch arbeiten. Ja, ist ja logisch, ja. Sagen wir mal so, das war, denke so, Montag und Donnerstag nehme ich wirklich sehr stark an, dass ich da nicht auf Twitch sein werde. Aber ich kann auch mal Überraschung walten lassen. Ja. Sie sagen, ach Mann, ey, jetzt abends ist mir plötzlich doch noch auf Twitch zu kommen am Donnerstag. Ja. Dann komme ich auch mal so nebenbei. Ja. Aber so geplant ist wirklich hier für Twitch. Ich weiß, man kann hier Zeitpläne machen, möchte jetzt aber erstmal sehen, wann hier am besten für mich ist zu streamen. Ja? Wann die Leute vielleicht gerne mir zuschauen wollen oder wann es ihnen am besten passt von der Zeit her. Manche gehen arbeiten, manche sind noch in der Schule, auch Kinder und Jugendliche. Ja? Gibt ja nur, weil man jugendlich ist, ja, kann man sich ja trotzdem auch mal für Filmchen interessieren. Ja? Und vielleicht für selbst einen Film auch. Ja? Kann ja mal passieren. Und muss natürlich euch erstmal, muss euch ja erstmal kennenlernen, ja, und ihr mich ja auch. Und von daher will ich da ein bisschen jetzt erstmal noch flexibel mit der Zeit sein und kann jetzt noch nicht im Zeitplan hier auf Twitch sagen, dann und dann komme ich genau, ja. Das wäre ja hirnrissig dann im Grunde, ja, schon allein. Von daher will ich jetzt sagen, also montags wisst ihr gar nicht, ja, da läuft auch eigentlich nichts auf YouTube, ja, außer dass ich was hochlade vielleicht, um Musik, einen Soundtrack, ja, oder so. Oder noch mal kurz vielleicht ein Tag-Video mache, wie gesagt. Sowas dann, ja, das ist dann die Arbeit für mich immer am Montag. Ja. Und Donnerstag, ja, da würde ich dann, also Dienstag, Mittwoch würde ich dann hier auf Twitch erscheinen. Ja. Mal sehen, ja. Nächstes Mal vielleicht dann um 14 Uhr. Ja. Dann Donnerstag Ruhe machen, also wieder für YouTube dann wieder arbeiten. Und dann, Leute, Freitag, Samstag, Sonntag wieder Twitch. Ja. Und so wäre das, ja. So ist eigentlich geplant.
Und wie wir dann jetzt hier entscheiden, ob dann wirklich ein regulärer Stream ist zur Filmreview oder so, ja, den ich dann schon vorbereitet habe. Aber wenn ihr sagt, auch Mann, ey, lass uns lieber mal hier labern, ja, dann labern wir ja einfach. Ja, mir ist wurscht. Ja. Da passe ich mich dann gerne euch an. Oder wenn wir erstmal rumquatschen hier, ja, oder schreiben ja in dem Sinne viel mehr, ja, und dann sagt, ach Mann, ey, hast du nicht noch einen guten Filmtipp? Dann hau ich das Review noch aus, ja. Na, die Review heißt es eigentlich richtig, oder? Naja, so, meine lieben Leute, ist das geplant. Seht ihr, jetzt haben wir zum Beispiel schon 40 Minuten vorbei. So in dieser Zeit laufen auch so meine eigentlichen Reviews ab, wenn ich jetzt Filme, Serien oder so, ja, Review. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr mich länger kennt und so, könnt ihr auch gerne mir sagen, ob ihr euch mal einen Film wünscht. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf meiner anderen Plattform. Da gab es dann Abonnenten, die einfach gesagt haben, wünsch mir was, ja. Kannst du mal. Habe ich gesagt, ja, wenn ich den irgendwo finde, den Film, dann schon gerne, ja. Und das wird dann auch gemacht. Wenn ich den jetzt zum Beispiel nicht gerade im Angebot irgendwo finde, also, dann schreibe ich mir auf jeden Fall auf und bei der nächsten Gelegenheit dann, ab da, wo ich ihn dann sichten kann, mache ich dann so ein Filmreviewchen nur für Abonnenten quasi, ja. Naja, also so läuft es dann ab, ja. Mehr gibt es jetzt eigentlich überhaupt erstmal nicht zu sagen. Es sei denn, ja. Ihr habt noch was offen und ihr könnt euch hier ruhig trauen zu schreiben, ja. Es ist, ich beiße nicht, ja. Vor allen Dingen, wie soll das überhaupt gehen mit Beißen, ja? Ich kann jetzt nicht durch den Bildschirm kommen, meine Lieben, ja. Also ich tue euch nichts. Ihr könnt euch hier locker flockig schreiben, wenn ihr Lust habt, ja. Wenn nicht, und sagt erstmal glotzen, wie die Olle da so ist, ja. Ich weiß noch nicht so richtig. Ja, naja, man muss sich ja erstmal beschnuppern, ja. Okay, meine Süßen. Welches Maasitter hier noch drin? Maasitter, wenn Sie mich hören, ja. Meinen Sie, ich sollte noch ein bisschen streamen? Oder ist der Bedarf jetzt erstmal für heute gedeckt? Wenn man sagt, ja, so eine Dreiviertelstunde Kulle, ja. Naja, ja. Im Übrigen, ja, wie was ja? Wie jetzt ja? Was ja? Noch streamen ja? Oder sagen, ach, heute Kohle reicht heute, ja? Das reicht für den Anfang, ja? Gut. Alles klar, ich habe auch eigentlich jetzt alles gesagt, ja? Ich bin auch immer so eine Labertasche, meine Lieben, ja? Da müsst ihr auch mit Vorlieb nehmen. Okay, ja, ich mache dann jetzt gleich die Abmoderation, ja? Mal sitzt da 34, ja? Aber wie gesagt, ja, ich bin auch so eine Labertasche. Ich kann auch manchmal nicht geplant. Übrigens auf YouTube hatte ich auch eine Review gemacht und da war ich fertig. Aber der Film war nicht gut. Ja. Haben die alle gesagt, oh, schau, kannst du noch ein bisschen so streamen? Ja? Habe ich gesagt, ja. Und dann sind plötzlich aus einer halben Stunde Review, ja, die ich mir aber schon echt rausgesogen habe, mit allem guten Gedanken Film noch empfinden konnte, ja. Das sind dann plötzlich 3 Stunden draus geworden, Kinder, ja. Also sowas kann bei Kulle auch passieren, ja. Aber es war dann lustig. Also bei Kulles Film wird es eigentlich immer lustig, ja. Die Hauptsache für mich ist immer, dass sich hier alle wohlfühlen auf Kulles Film wird. Das muss ich noch abschließend sagen. Dass sich alle wohlfühlen, dass sich alle respektvoll hier behandeln. Zum Beispiel, wenn es dann hier richtig mal Karacho hier, also hier so richtig viele Leute, also so dass die Kulle denkt, boah, wie viele sind denn hier heute da, ja. Dass sich alle hier bitte schön, ja, also respektvoll verhalten gegenüber dem anderen. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Soll wirklich nur abschalten vom Alltag mit Zuliebe zum Film herrschen. Ja, also das ist so mein Credo. Ja, alle können sagen, was sie gerne wollen. Alle können verschiedene Meinungen haben. Aber bitte immer nett und respektvoll zu anderen sein und dann ist hier richtig lustig, ja. Gut, meine Lieben. Ansonsten war es das jetzt von mir. Wenn noch so irgendwie mal mir was einfällt, ja, dann kommt das mal so im Gespräch heraus, ja. Aber ich habe mich jetzt erstmal vorgestellt, ihr wisst jetzt, wer ich bin, wie ich so ein bisschen ticke, ja. Und ist ja was für euch. Ist ja jetzt erstmal noch 7 Tage on, ja. Danach, aber was soll's, ja. Andere, wie sagt man? Andere Plattform, andere Sitten, ja, gut. Aber jetzt höre ich auf gleich zu streamen.
Es wird mein Lüfter leiser, ja. Es ist klar, ja. Gut, meine Lieben. Aber jetzt verabschiede ich mich wirklich erstmal für heute, ja. Kommt erstmal gut noch durch den restlichen Donnerstag. Passt gut auf euch auf, besonders mit diesem verflixten Wetter, ja. Ist ja überall jetzt sehr, sehr eisig und verhärtet mit Glätte und alles, ja. Schön aufpassen auf euch. Morgen bin ich wieder da, ja. Vielleicht. Tschüss, Masitta, hier, ja. Genau, das machen wir jetzt zum Credo jetzt hier zum Ende noch, ja, Masitta, 34, tschüss, ja, das sage ich jetzt auch gleich, ja, und was würde ich noch sagen, morgen vielleicht, weiß noch nicht, wann ich komme, ja, ich möchte mich da jetzt auch erstmal in der ersten Zeit nicht festlegen, aber ich bin wieder da, ja, lasst euch einfach mal überraschen, vielleicht so um 14 Uhr, vielleicht um 15 Uhr, vielleicht auch sehr viel später, ja, aber ich komme, ich bin wirklich da, ja, morgen wieder, also meine Lieben, bis dahin, habt noch einen schönen Abend. Ja, man kann das jetzt schon sagen. Ja, 16:30, ja. Also einen schönen Spätnachmittag und dann rutscht gut in den Abend. Und morgen ist Wochenende. Endlich Wochenende. Ja. Und jetzt schließe ich mich Masitta 34 an und sage einfach: Salut, aben, tummelt, eure Kulle. Ciao, danke, dass ihr da wart.